dein Haus, Herr. Meine ganze Seele wünscht sich, dass ich dort meinen Platz habe. Mein Leib und auch meine Seele freuen sich, dass sie wissen, wo sie hingehen. Selbst die Viechel draußen kommen ihr dahin. Die Schwalben ihr Nass für ihre Gruppe. Und so ist mein dahin bei dir, bei deinem Altar, mein König und mein Gott. Da ist gut dran, da in dein Haus gut, da immer einstimmen kann in ein Lied zu deiner Ehre. Die Menschen haben es rach getroffen, die wissen, sie lernen aus deiner Kraft und von dich als Sie. Du Herr bist die liebe Sonne, du bist unser Schutz und schenkst deinem Leiden, was sie braucht. Oh,
bald wieder komme, mehr dort unter ist noch frei. Bedenkt, sagt, wenn man in ganz alternden Zeiten heißt,
Heilige Lamm, wir haben der wahren allen Grund zu singen und unserem Herrgott die Ehre zu geben. Wir freuen dich an jedem Tag, ob es nur im Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter ist. Mach deine Arme und Ohren, deine Nase, aber vor allem dein Herz weit auf und erkenne, was dein Herrgott schon alleine in seiner Schöpfung alles für große und kleine Wunder hineingelegt hat. Jetzt viele Bladel und jede Maiblume im Frühjahr, jeder neue Morgen und jedes Abendrot, jedes Fischle und jedes Tier, an jeder Aardäppel und jeder Schwamm, der heuer wieder gewachsen ist, ist sein Gnade, sein großes Wunder, was er auch für dich hat wahren lassen. Und aus Kraft ist es jedes neue kleine Menschen, das geboren wird. Ein großes Meisterstück unseres Gottes. Und dafür kannst du danken und Gott den Ehre. Und seit unser Herr Jesus Christus am ersten Ostern auferstanden ist, wissen wir, was uns der Deutsch-Essener Altar jeden Sonntag anstellt. Es gibt einen, der stärker ist als der Tod. Nichts noch so viel Gräber gaben, sie bleiben nie, wie es lässt. Unser Herr führt uns aus dem Tod in sein neues Land, wo es keine Schmerzen, keine Tränen und keine Gejammer und keine Herzeleid mehr gab. Und damit wir das ja nicht vergessen, waren wir hier in der Kirche auch immer wieder ans Singen erinnert. Ganz oft heißt es in den Psalmen: singt, singt dem Herrn euer neues Lied. Auch wenn Gedanken kommen, die einen runterziehen wollen, wenn im Alltag, da wollen wir das Singen nicht vergessen. Ja, wir wollen es hinsetzen, was wir vorhin gehört haben, aus dem Kolosser Brief, dass das Singen unseren ganzen Alltag durchziehen will. Das kann man ruhig mal ganz wörtlich verstehen. Bei jeder Art und auch in der Freizeit sollte Gedanken an unseren Herrgott und ein fröhliches Danklied dabei sein. Wie das geht, das hat mir mal eine Handwerkerfirma dabei meinen Nachbarn vor vielen Jahren durch die Schau die neue Küche eingebaut hat. Da musste er zweimal vier Treppen auflaufen, das war eine harte Art, aber bei jedem Stickel, was er auftrug, da hat er ein anderes bekanntes Kirchenlied pfeifen. Ich frug, das hat er, ja, er hat in seiner Gemeinde die Posaunen kommen lassen und die Lieden, die gingen die ganze Woche nicht aus dem Kopf. Und solange er sie pfeifen kennt, da ging auch jede Arm noch einmal so leicht von der Hand. Ja, voneinander erinnern, da redet der Paulus hier im Kolosser Brief an. Längst wissen wir, es singen und miteinander musizieren, besonders wenn man es regelmäßig macht, das schafft einen Zusammenhalt, wie man kaum irgendwo anders haben kann. Und wenn wir christliche Lieder singen, da lässt das im Glauben wachsen, wie sonst kaum möglich ist. Da war ein dauer schwierigen und alten Zeit des Sohn ein Stück kleiner und das Kind Wärme ins Herz ein. Aber die Wärme und vor allem die Wärme im Herzen, die brauchen wir, die haben wir bitter nötig, alle miteinander. Und auch noch was lernt man im Chor, dass der echte Onkel Otto dann alles nicht hart ist, dass sich dann sich selber trinkt, nicht alles ist. Dort kriegt er kaum, man kann er einen inneren Schweigehund nennen, da am liebsten ganz groß sein möchte, weil ein ordentliches auf dem Denken. Wenn man das dort lernt, Zusammenhalt miteinander zusammensteht, miteinander im Glauben lernt,
so alles, auch in Wackersgeld, sei immer im Ohr stiele dran. Wo noch Plätze seien, nur leider die gerne mitziehen. Und der Daniel hat uns vorhin auch gesagt, wir wollen alle Nahrung machen heute für einen anderen Kinderchor. Und das mache ich gerne mit. Und für den Kirchenchor, den Gesangchor, für die Kurrente mache ich das genauso. Und endlich geht man auch in Heidorf und in Esiedel, wenn man dort genug Kinder hätten, zwingend eine Kurrente brauchen. Wäre ganz, ganz wichtig. Ja, und Daniel und allen anderen Chorleitern wünsche ich viel Frieden. Und auch sich zu handeln, in die Leute anzustecken mit Begeisterung. Zum Schluss will ich das noch weitergeben, was noch verborgen war, der alte Seifert Walter, das war vom Chorleiter, dem Oberschauer Wanderchor, aus seinem Namen erzählt hat. Das vielleicht schon gelesen hat, aber gar mal in der Zeitung angeschrieben, weil er das so wichtig war. Ja, der Walter, der hat schon immer gern gesungen und unter dem Mauerspeicher, berühmten Kreiskantler, war er damals hinten Kreisjargon, Trastner, Kreiskantler. Aber dann kam der Krieg und die Gefangenschaft und damit eine schwere Lungenkrankheit. Heute ist er Gott sei Dank bald ausgestorben, die Tuberkulose. Und der Doktor sagte damals, es ist ungewiss, ob wir ihm bei ihrer Krankheit viel halten können. Wir müssen Wunder geschehen. Aber ein bisschen länger kennt es warm ihr Leben, wenn sie viel sind. Wie gesagt, das hat er schon immer gerne gemacht, der Walter, und er hat es dann zu mehr befriedigt. Er hat selber viel gesungen. Und er hat ihn insgesamt drei Kern, andere zum Singen animiert. Aber wenn es manchmal schwer fiel, er hat es gemacht. Und der Herrgott hat ihm noch über 60 Jahre dazu geschenkt. Kurz bevor er mit bald 83 Jahren aus der Welt gerufen wurde, da hat er mit mir noch gesungen: Nun danket alle Gottes. Die Stimme war nicht mehr berühmt, aber das Herz. Das war vorbei und das habe ich bis heute im Ohr, das Singen. Ihr Lieben, der Jazz-Siedler, ihr guten Leid, lasst euch heute herzlich einladen zu singen. Dankt eurem Herrgott für das, was er euch heute, heute alleine an Dank geschenkt hat. Und redet euch an den vielen Liedern, die das Herz immer wieder erreichen wollen, die Gefreude, aber auch die Trauer rausbringen und wieder ins Gleichgewicht bringen. Das wünsche ich euch. Amen.
schon heute mit dabei seid. Ich einfach mal alles ordentlich Gute wünschen. Das ist immer ein Stückchen Wetter, denn so ein Chor, das ist ja ein Stückchen Spielzeit, Winkel, Stückchen Seifen. Da geht ganz, ganz sehr was fallen, wenn es euch nicht mehr geht. Und so ist noch heute freilich über jeden Gingern da mitsingen. Natürlich auch immer die Altgestandenen, die schon ganz viele Chore dabei sind. Stillwärts über alles, wie der Sonne langsam neigt, dort immer mag gute Wolken hoch sein, drüben in der Art noch ein Vögel singt, o schwer was klingt, o Lass nicht Jesus über uns nachgewinnen, denn
dir gehört das Reich und die Kraft und der Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Thank you.